Mein größter Favorit diesen Monat ist, dass ich dieses Video drehen kann, ohne eine Hose anzuziehen. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Dienstag und ich zeige euch meine Favoriten für den vergangenen letzten Monat. Aber seien wir mal ehrlich, es könnten noch zwei sein. Ich habe hier eine kleine Ansammlung von Schmuck, Pflege, Kosmetik und so random Zeugs. Halt eben. Alles Dinge, die ich geliebt habe und die ich mit euch teilen möchte und muss. Das ist meine Aufgabe als Vertreter dieses Kanals. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, war ich diesen Monat im Urlaub und es war warm, es war salzig, es war chlorhaltig und es war warm. Es war so warm! Diese zwei Produkte haben mir auf jeden Fall mein Leben gerettet in dem Urlaub. Das eine ist das Moroccan Oil von Moroccan Oil. Das ist tatsächlich so. Ihr könnt alle mal probieren. Jeden Abend habe ich mir davon was in meine Spitzen reingegeben und habe es einfach über Nacht drin gelassen, weil ich am nächsten Tag sowieso wieder im Pool aufgewacht bin. Und von daher hat es mir auf jeden Fall so gut geholfen, meine Haare und meine Spitzen geschmeidig zu halten. Und ich meine, die sind jetzt ganz schön shiny, ne? Und die sind frisch gewaschen. Also, top Moroccan Oil. Thank you very much. Wie ich gerade erwähnt habe, haben natürlich nicht nur meine Haare gelitten, sondern auch meine Haut. Ich meine, es ist klar, ihr seid der Sonne ausgesetzt und ihr schwitzt und reibt und die Haut spannt und ist komisch. Das heißt, ich bin abends eigentlich prinzipiell mit der Weleda Wildrose Nachtcreme ins Bett gegangen. Es zieht schnell ein, es ist nicht ölig, aber ihr merkt trotzdem, wie eure Haut sich richtig mit Feuchtigkeit aufbläht. Und es ist ein schönes Gefühl, auch wenn es sich absolut abartig anhört gerade. Ein kleines Gadget, was mir im Urlaub auch super geholfen hat, waren einmal die Invisibobbles von Invisibobble. Sag mal, heißt alles so, wie die Marke ist? Was habe ich denn hier für eine Sammlung? Sie sind dafür da, eure Haare sozusagen nicht so einzuzwängen. Dadurch entstehen keine Dellen, wenn ihr die Haare wieder auflasst. Ihr habt keine Kopfschmerzen und allen möglichen Kram. Ich kann das hier einmal wundervoll ablesen. Ihr habt keine kaputten Spitzen. Soweit würde ich mich nicht rauslehnen. Tobt euch aus. Gibt es in verschiedenen Farben. Man kann es entweder seine Haarfarbe anpassen oder go wild, kauft den Pinkes. Kommen wir nun zur dekorativen Kosmetik. Ein Thema, was euch immer besonders interessiert, kann ich auch nachvollziehen, weil man sich gerne ab und zu was abguckt. Und ein Teil, was ich euch zeigen möchte, ist einmal der Essence Lippenstift in der Farbe 13 Love Me. Und das ist das, was ich gerade auf meinen Lippen trage. Das ist auch der Lippenstift, den ich bei Instagram in letzter Zeit oft auf Bildern trage. Und wirklich alle fragen mich danach, was ist das für eine Farbe und was ist das für ein Lippenstift und was ist das für eine Marke und was ist das für eine Farbe und was ist das für ein Name. Dieses kleine verführerische Ding hatte ich in meiner Tauschbox, die ich mit Saskia hatte vom Kanal Wonderwall. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall in der Infobox, da wo die ganze Info steht. Schaut euch da mal um, vielleicht findet ihr da was Interessantes. Auf jeden Fall hatte sie mir den in die Box gepackt und ich liebe ihn seitdem. Und vielen Dank Saskia nochmal, großer Favorit von mir. Der zweite dekorative Favorit von mir ist einmal der Hoola Bronzer von Benefit und das ist so für mich so wirklich das Go-To. Wenn man so ein bisschen gebräunte Haut hat, sei es jetzt gerade frisch gebräunt oder schon so ein bisschen nachlassend, ist das auf jeden Fall so eine richtig coole Auffrischungskiste. Ein weiterer Favorit von mir ist von Catrice der Eyebrow Stylist Pencil Augenbrauenstift. Sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Nicht diese ganzen fancy Begriffe. Den habe ich in der Farbe 02 Date with Ashton. Ha, Wortwitz, weil das ein aschiger Ton ist. Wir haben alle so gelacht. Ich habe ihn heute eben auch drauf. Ich habe mir meine Augenbrauen so ein bisschen buschiger gemacht. So ein bisschen. Ein weiterer Favorit von mir ist diese wunderschöne Kette. Die habe ich bei Bershka gekauft. Ihr habt sie in meinem Outfit-Video, in meinem Get Ready With Me-Video sehen können. Und ich werde sie demnächst in einem Haul zeigen. Diese habe ich nämlich hier im Urlaub gekauft mit ein paar weiteren Dingen. Die hatten da so ein verrücktes Sommerschlussverkaufsangebot. Krass, das Wort.
Ein nächster Favorit sind meine Birkenstocks. Und ich weiß, das ist so ein relativ umstrittenes Thema. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ich bin einfach der Meinung, dass wenn man den Rest des Outfits relativ elegant oder schick hält, kann man diese wirklich gut anziehen, ohne dass sie klobig wirken oder omahaft wirken, was man nicht alles schon über Birkenstocks gehört hat. Und ich mag sie super gerne. Das ist einfach ein mattes, schwarzes Leder. Und ich finde, sie runden mein Outfit ab und... Mein letzter Favorit ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es eigentlich nichts mit Kosmetik zu tun hat. Aber ich habe ja gesagt, es gibt auch random Favoriten und das ist nämlich Filz. Ich bin in letzter Zeit einfach wieder so krass auf dem Nähtrip. Ich nähe alles. Also ich nähe wirklich alles. Ich nähe nicht nur meine Socken wieder zu, sondern ich nähe auch gerne Hüllen. Handyhüllen, iPad-Hüllen, Kindle-Hüllen, Laptop-Hüllen, Hüllen für Hüllen. Ich weiß, ich hatte häufiger schon erwähnt, dass ich unglaublich... leidenschaftlich gerne nähe und dass ich das gerne mehr auf meinem Kanal machen würde. Ich weiß aber nicht so richtig, ob ihr das sehen wollt. Man sieht die Fehler nicht so schnell wie zum Beispiel bei Stoff oder Leder. Von daher mag ich es ganz gerne und lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Möchtet ihr Nähanleitungen mit Filz? Ja, was? Jetzt habe ich so viel von meinen Favoriten gesprochen. Jetzt möchte ich euch natürlich auch Dinge nennen, die ich abgrundtief doof fand diesen Monat. Ah! Das erste, was ich erwähnen möchte und gerne danach aus dem Fenster werfen möchte, ist meine schöne Funkfernsteuerung, die nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe sie damals bei Amazon gekauft. Ich habe mich mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt. Sie wird mir nicht erstattet, also muss ich mir eine neue kaufen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn unter euch Leute da sind, die auch filmen oder das kennen, wie man seine Kamera scharf stellt ohne Fernauslöse, dann... Wisst ihr, wie, ne? Ich möchte nicht darüber reden. Das zweite Ding, was ich super gehasst habe letzten Monat, und das geht mit meinem Urlaub einher und allen Dingen, die ich in letzter Zeit in Ämtern oder sonst was machen musste, Leute, die in einer Warteschlange quasi schon auf meinen Schultern sitzen, weil sie denken, dass sie dadurch schneller rankommen. Als würden diese Leute dadurch, dass sie wirklich direkt... unmittelbar hinter mir stehen, auf einmal mit mir fusionieren und wir werden eins. Und wenn sie das nur oft genug macht, dann kommt sie schneller voran. Ah, erklärt mir das, Leute. Echt. Aber genug gemeckert. Das musste ich mir kurz von der Seele reden. Und alle von euch, die sich damit identifizieren können, also nicht mit den Dränglern, sondern mit mir als Nörgler, Überdrängler, schönes Wort. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wir können uns darüber austauschen und ein bisschen Hass von der Seele reden. Nein, Hass ist so ein schlimmes Wort. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, falls euch das Video gefällt. Lasst es mich wissen und lasst mich in den Videos einfach wissen, was ihr demnächst mehr sehen wollt. Wie gesagt, das Nähthema oder ja, vielleicht auch ein Q&A oder sowas. Ich bin offen für alles. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann klickt doch hier oben einmal zu meinem letzten Get Ready With Me Video und lasst euch da ein bisschen inspirieren, verzaubern. Vielleicht guckt ihr euch das ein oder andere ab, whatever. Und hier unten kommt ihr dann einmal zu meinem letzten Frisurenfreitag, in dem ich euch ein paar Sportfrisuren bzw. Frisuren für den Sport- und Fitnessalltag zeige. Dort könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen was abgucken. Puh, genug geredet, genug gemeckert, genug gelobt, was auch immer. Mir machen diese Videos immer so Spaß, weil ich mich dann richtig verausgaben kann. ja. Okay, dann sehen wir uns alle zahlreich versammelt bei meinem nächsten Video. Denke ich, ne? Also, demnächst. Ja, am Freitag schon. Also, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und ein großes Ciao von mir. Ein großes Ciao. Aber gut, dass ich immer noch winke, obwohl ich das so dämlich finde.